Herzlich willkommen bei Bruder Schmiede. Ja, was steht heute an? Also heute steht an diese wunderbare Schmiedeschürze umarbeiten. Jetzt werden viele sagen, ja, warum willst du die umarbeiten? Das ist ganz einfach, weil die hat hier oben einen Bund, der geht um einmal um den Hals rum und durch diese Jacke, weil man sieht ja, mittlerweile wird es kalt und es gibt Winter, ja, die zieht halt einfach komplett einfach runter. Und die Jacke schmiert schon und das ist alles nichts. Das ist Hals, der muss frei sein, weil sonst hat man nach mehreren Stunden einfach so Nackenschmerzen. Und wie wir das machen können, das Umarbeiten, das zeige ich euch heute. Aber dazu gehen wir in das Nähatelier von meiner Frau. Vorab, alle Gegenstände, die ihr in diesem Video seht, sind selber gekauft und erworben. So, da wären wir jetzt einmal in dem kleinen Nähatelier von meiner Frau. Ich habe schon mal ein bisschen was ausgebreitet. Wie ihr sehen könnt, die gute alte Lederschürze. Ich bin jetzt hergegangen und habe die Nieten rausgemacht. Das ist schon mal das Erste. Und wie ihr sehen könnt, hier hinten ist hier noch einer dran. Und wie man die rausbekommt, das zeige ich euch jetzt mal schnell. Das Erste, was ihr machen müsst, um die Niet zu lösen, mit dem Körner oben drauf schlagen. Und dadurch kommt der Linsenkopf oder ja, der Kopf nach oben. Und dann habt ihr die Möglichkeit, mit einer Zange, ja, in meinem Fall eine riesengroße Zange aus der Schmiede, also ein zum Hufnagel ziehen, setzt an und drückt zusammen. Und dadurch haut ihr schon mal den ersten Kopf, sozusagen den Linsenkopf, schon mal runter. Seht ihr? Jetzt habt ihr hinten natürlich noch so einen Knubbel und so ein Überbleibsel. Das quetscht ihr ein bisschen zusammen, so gut wie es geht. Ja. Manchmal klappt schon auf Anhieb, dass es schon direkt mit abspringt. No. Probieren wir nochmal. Wenn das halt gehen sollte und ihr habt jetzt so einen kleinen Steg, sage ich mal. Ja. Ansetzen. Gucken, dass ihr das Leder nicht erwischt. So tief wie möglich ansetzen. Und einfach abknipsen. So, dadurch, dass er innen keinen Halt mehr hat und die Linse ist draußen, sage ich mal, oder der Niet vielmehr. Zack, löst sich ganz normal, ganz schnell und einfach. Und so könnt ihr das für Niete machen. Das nächste, was ihr braucht, ist ein Ledergürtel, beziehungsweise drei Ledergürtel. In meinem Fall ist es ein Büffelleder, auch in Deutschland hergestellt. Kriegt ihr beim großen A für einen 20. Finde ich ein sehr, sehr guter Preis. Ist auch kein Spaltleder, sondern ein Vollleder. Und ja, das ist unser Ausgangsmaterial für die Tragegurte von der Schürze. Wie ihr sehen könnt, ihr könnt das hier aufschrauben, abschrauben, weil die Schnalle an sich gefällt mir schon. Die können wir nachher definitiv weiterverwenden. Das Erste, was wir machen, wir nehmen unsere Klemmzange. Wir haben hier hinten verschiedene Löcher, also 1, 2, 3, 4, 5. In dem Fall gehen wir mit der Spitze vom Anfang vom Gürtel bis zum vierten Loch. Einmal festklemmen. Na komm. Und lassen das mal ein bisschen unterdrückt. Dann gehen wir nachher her und schneiden mit unserem Messer die gleiche Form raus. Weil, ob da hinten jetzt Löcher dran sind oder nicht, das sieht man eh nicht. Aber von vorne. Also von daher hätten wir dann schon mal unsere erste Schlaufe für die Schürze. Was ihr braucht, sind hier diese, ja, diese Ringe, sage ich mal, Halbrundringe, Ovalringe. Die wollen wir dann nachher vorm Verniten einmal hier rüber machen. Aber wir haben ja jetzt das Problem, das ist hier innen drin schmäler und das ist hier außen breiter. Ihr könnt euch natürlich den Ring vorher anlegen und erstmal eine Markierung machen. Am besten innen liegen. Einfach ansetzen. Das Leder ist ein Echtleder.
sieht man diese leichten Kratzer. Jetzt schnappen wir unser Rundeisen, gehen direkt auf die Kante und schlagen es dann einfach runter. Das gefällt mir. Das sieht doch ganz nett aus. Das machen wir natürlich jetzt mit dem zweiten auch. Und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. Als nächstes geht ihr her, nehmt eure Ringe, fädelt sie ein, einfach hier vorne ein bisschen zusammendrücken, drüber ziehen und fertig. So, und das können wir jetzt schon direkt im Prinzip an die Schürze vernieten. Und das machen wir jetzt auch. Ach ja, bei den Locheisen habt ihr immer das Problem, dass hier der Dreck drin hängt. In meinem Fall nehme ich hier eine Spitze, meinen sogenannten Icepick, Hashtag Werbung, Jimmy die Rester. Und damit kriegt ihr das super raus. Seht ihr? Einfach von hier, zack. Hält. Und das machen wir natürlich jetzt auf der anderen Seite auch noch. So, wenn ihr beide Seiten habt, dann sieht es so aus. Und das ist, ja, ist doch recht stabil. Ich habe mir überlegt, ich lasse die Kanten einfach so, weil die werden ja mit der Zeit, ja, die leiern eh aus und so ein bisschen rustikaler Look, finde ich, das passt halt auch. So, jetzt brauchen wir nur noch nachher kleines Emblem hier in der Mitte, natürlich nicht mehr das hier, sondern eigenes Logo, aber das kommt zum Schluss erst. So, als nächstes müssen wir unsere Schnallen, die nachher über Kreuz gehen, noch vorbereiten. Als nächstes gehen wir her, nehmen unser Maßband, setzen es ungefähr mittig an und bei ungefähr 9 cm knicken wir einfach das Leder schön zusammen. Ja. Nehmen wir unsere Klemmzangen und warten dann einfach mal einen Augenblick, bis das Leder sich so, ja, ein bisschen gedehnt hat. Weil das hier vorne wird dann dementsprechend auch wieder vernietet mit zwei Nieten, so wie eben. Und natürlich werden hier vorne an den Ecken nochmal eine Aussparung gemacht. Mit einer, ja, mit so einem Locheisen. Das passt doch. Das machen wir jetzt auf beiden Seiten. Und dann wird das anschließend nicht mit der Öse, sondern an der Öse von der Schürze direkt wieder gelocht und dann schön vernietet. Unsere Schnallen, unser Gurt sozusagen, einen festen Halt hat und wir wollen das ja überkreuzen, brauchen wir sozusagen eine Halterung. Und das kann man gut lösen, indem man sich entweder hier ein Viereck, ein Kreis, je nachdem, was ihr habt, ein Patch macht. Dafür braucht ihr auch wieder in dem Fall ein bisschen Leder, eine Unterseite, eine Oberseite. Die Unterseite wird natürlich dementsprechend gelocht, so dass man mit dem Gürtel dann im Prinzip das ein
lupfen kann oder beziehungsweise einschneiden kann. Also da ein Loch, da ein Loch. Aber das zeige ich euch jetzt. Davon brauchen wir jetzt zwei Stück. Der nächste Schritt, wir nehmen unsere Schmiedeschürze, nehmen unsere Gürtel und legen sie einfach mal über Kreuz grob hin. Dann so grob ausgemessen habt, so dass es einigermaßen passt. Dann schnappt euch was zum Markieren. Und das wird ja eh nachher die Unterseite. So, einmal Schmiedeschürze wieder weg. Wir haben ja jetzt diesen Bereich hier, wo die Schnallen, sage ich mal, oder wo das Leder liegt. Und diesen Bereich müssen wir jetzt ausschneiden. Das wird jetzt interessant. Dazu nehmen wir einfach eine Lochzange, gerne an die Kante. Und lochen das erstmal raus. Schließend gehen wir her, nehmen uns entweder ein Lineal oder irgendein Stück Eisen, was relativ gerade ist, und verbinden von Punkt zu Punkt und schneiden sozusagen den Steg in der Mitte raus. Dann habt ihr erstmal ein Lachgesicht. Bevor wir anfangen können, es zu finiten, müssen wir es natürlich grob wieder ausrichten, so dass es einigermaßen überlappend ist. Natürlich könnt ihr es auch vernähen. Nehmen wir unsere kleinen Klemmen wieder und da wir ja eh an diesen Stellen finiten, haben wir links und rechts hier Platz. Ja. Einfach mal dran machen, gucken, ob es passt. Also verneten wir jeweils in den einzelnen Ecken. Wir messen das aus. Ja, einen Zentimeter rüber ungefähr. Machen uns eine Markierung. Lochen es und verneten es anschließend. Dann würde ich sagen, das nächste, was wir machen, sind unsere sogenannten zum Einhängen. Da würde es im Endeffekt, also da wird es genauso gemacht wie hier vorne auch, Locheisen nehmen, durchschlagen, Feuer anhalten, anmessen, wieder vernieten. Aber dazu müssen wir erstmal gucken, ja, wie das so einigermaßen passt und das schauen wir gleich mal. Erstmal Probe machen. So, als nächstes machen wir unseren Hüftgurt. Den habe ich eben schon mal abgetrennt von der Schürze. Das heißt, wir brauchen einmal unseren dritten Gürtel. Das lassen wir im Prinzip genauso lang. Und die andere Seite, ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht einfach schon direkt schon hier abtrennen. Das machen wir einmal mit einem Clip nachher fest, mit so einem kleinen. Und genauso auf der anderen Seite auch. Jetzt an den Seiten werden diese D-Ringe festgemacht mit einem Stück Leder, so dass wir zum Schluss diesen Part und diesen Teil hier
einfach nur ganz schnell einhaken können, ihn aber trotzdem ja, in der Weite herstellen können, weil einfach mobile sind. Und auf der anderen Seite von unseren langen X-Gurten, sage ich mal, kommt so entgegen. Einmal hier mit Leder festgemacht. Klar hat man da ein bisschen mehr Gewicht dran, aber ja, man ist halt auf jeden Fall schneller. Man hakt es einfach aus. Kann auch sein, dass ich den unteren Gurt dann sage, nö, heute mal nicht, keine Lust drauf, weil ich die Jacke anhabte oder sowas. Ja, geht auf jeden Fall schneller. Wie man jetzt sehen kann, ich habe ja das eine Endstück, das war ja unser Gurt für unten. Ich lege den jetzt ungefähr hier hinten an, auf die passende Länge und schneiden dann ja, hier irgendwo ab, würde ich sagen. Dann wird es wieder ausgelocht, einmal schön vernietet und hier den kleinen dran gemacht. Und dann geht es neben an die Seiten für unsere D-Ringe. Und somit hätten wir unseren Rückenteil bzw. den Hüftgurt schon mal fertig. Das können wir schön beiseite legen und nachher dann einfach nur einhaken. Als nächstes schneidet ihr aus dem Reststück von eurem Gürtel ja, so ein Stück raus, macht euren D-Ring rein und vernietet das zusammen mit der Schürze. Und so habt ihr jetzt die Möglichkeit nachher, wenn das fest ist an der Schürze, hier mit unserem Karabiner oder mit unserem Haken das einzuhaken. Ja, und das ist wie gesagt der untere Gurt. Natürlich zum Schluss, beziehungsweise nachher, kommt von dem X-Gurt, den könnt ihr auch mit einhaken. So seid ihr einmal in der Hüfte, einmal gesichert und einmal oben über die Schulter sozusagen. Und das machen wir jetzt noch. Das nenne ich jetzt mal ordentlich vernietet. Und das gleiche, die gleiche Schlaufe mit einer D-Öse, mit einem D-Ring machen wir auf der anderen Seite auch. Der Schritt sieht wie folgt aus. Wir haben hier noch ein Stück von unserem Leder, da müssen wir jetzt genau sein und aufpassen. Wir machen uns im Endeffekt ja, so kleine Stücke, bisschen länger wie das jetzt hier. Vernieten einmal unsere Haken unten, so dass wir wie so ein Mini-Stück, sage ich mal, haben. Und an dem Gurt, der dann von oben kommt, ja, werden nochmal Löcher reingemacht. Entweder mit dem Locheisen oder mit einer Lochzange. Und dann kann man den nochmal individuell einstellen. Das heißt, wir führen den ganz normal durch, wie ein ganz normaler Gürtel im Prinzip. Und wir können halt schnell einspannen, ausspannen. Deswegen halt auch die großen, die kleinen. Habe ich extra gewählt, wegen Gewicht und so weiter, wegen der Hüfte. Ja, und das bereiten wir jetzt vor. Und der Vorteil ist jetzt, ihr nehmt einfach einen Schraubendreher,
schraubt es einfach auf, macht einfach ein stumpfes Loch rein und schraubt es einfach wieder zusammen. Und dieser Part hier vorne ist komplett, ja, da müsst ihr gar nichts mehr machen. Das ist optimal. Deswegen Ledergürtel, den man individuell zuschneiden kann. Spart viel Geld und Zeit. So vernietet habt, könnt ihr einen D-Ring unten, eine Schürze einhaken, dann oben eure Schlaufen von diesem X einfach einfädeln. Das könnt ihr entweder selber machen vorab oder es muss euch einer helfen. Wenn die Löcher nicht schicken, aber markieren wieder, Lochzange, erweitern, 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 erweitern. Aber so an sich, ja, das gefällt mir, das ist wertig. Einmal alles anziehen. So, das ist das, was ich gemeint habe. Gehen mal ins letzte Loch rein. Machen das mal fest. Ihr könnt es ja immer noch, wenn es zu hinten zu lang sein soll und sieht einfach blöd aus, einfach abschneiden. So. Einmal einhaken. Andere Seite auch. Machen wir ins letzte Loch mal rein. Es kann sein, wie gesagt, dass ich noch die Löcher ein bisschen erweitern muss hier neben. Aber ich denke mal, das sollte für den ersten Test schon mal langen. Und einmal einhaken. Jetzt werden viele sagen, ja, du hast hier die ganzen kleinen Löcher. Ja, wir haben ja noch hier dieses Stück Leder. Ich bin am Überlegen, ob ich es einfach verkehrt herum, also so rum, einfach von der Seite einfach dran verniete. Vielleicht eventuell mein kleines Logo mit einarbeite. Mal schauen. Mit den anderen Löchern, die hier übrig geblieben sind, sollte man auf jeden Fall einen kleinen Niet reinmachen. Klar ist jetzt doof, dass in der Mitte jetzt ein kleines Loch ist, aber dieser komische Halter da, ich habe keine Ahnung, für was der war. Ich glaube, das müsste bei der runter auf jeden Fall. Das mir gut gefällt mir. Wieder ein Pulli drunter, das geht. Das passt auch. Man kann sich bewegen. Aber das passt doch. Das gefällt mir sehr. Müssen wir mal gucken, die Löcher, da ist ein Loch, da ist ein Loch, wenn es nicht ausreißt, machen wir noch einen Niet rein. Ja, willkommen zurück. Ich habe jetzt mal probeweise schon mal die Weste angezogen. Natürlich ist hier im Haus natürlich warm, aber in der Schmiede wird es dann natürlich kalt. Und ich muss sagen, ich bin echt zufrieden. Die Armfreiheit, Halsfreiheit, wenn man so ein bisschen springt, hüpft, ja, das passt. Ich würde mal sagen, das ist mir definitiv gelungen. Und das kann definitiv jeder, der eine ordentliche Schmiedeschürze haben will, kann das nachmachen. Also es ist nicht schwer, ihr müsst keine 500 Euro ausgeben. Und gerade im Winter, feuerfeste Jacke hat meistens keiner zu Hause. Und so eine Schmiedeschürze ist schon definitiv sein Geld oder beziehungsweise sollte man definitiv investieren. Weil wenn ihr da irgendwie am Amboss seid, habt irgendeinen Schmiedestahl, irgendeinen Klotz oder irgendeinen Rundstahl, ja, der kippelt. Was macht er? Er hängt hier vorne und kann, weil das hier eine Fläche ist, einmal komplett runterkleiden auf den Boden und fertig aus Ende. Ja. Also definitiv ein Must-Have in der Schmiede. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Über ein Like würde ich mich auch natürlich freuen. Und worüber ich mich auch am meisten freuen würde, wäre natürlich ein Abo. Dann würde ich sagen, das war's von mir. Das nächste Mal sehen wir uns in der Schmiede. In diesem Sinne, tschüppidü.